Diese Folge ist gesponsert von Kiki klickt. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Rob. Scheinbar treten hier Gase aus. Ja. Man weiß es nicht. Aha. Hä? Was ist denn das? Hä? Hä? Das heißt, der Indianer hat das immer gewusst? Ja. Der hätte jederzeit... Der ging jedes Mal ein und aus. Ja. Ja. Okay, gut. Achso, ja, das geht dann wieder zu. Gut, hätte ich auch nicht gewusst. Aber ja, aber ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen... ich wollte eigentlich noch ein bisschen gucken. Also. Mir war nicht klar, dass das jetzt so plötzlich schon... Seit Ihnen gestattet. Ja, danke. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee, okay, ja, schon gut. Och, schon wieder das Ganze auf. Ja, sonst kann jeder hier. Nein, sonst kann ja jeder. Gut. Ja, dahin ist er dann wohl verschwunden. Ja, ich dachte, jetzt hätten wir irgendwie eine gute Tat getan, indem wir das Tor aufgemacht haben. Nein, er wusste schon. Oder auch nicht. Da kommt manchmal da und ein bisschen Ruhe von den Kindern. Ach Gott. Der Arme. Vor der Frau vor allem. Also. Ah, und dann geht man so ein bisschen. Diesen Stock da? Ah, dieser Stock. Ist eine Lampe. Ist. Ja, vielleicht. Ah. Aha. Nee. Da. Nein. Da. Ah. Da ist noch ein Stein. Da. Aha. Das ist aber auch sehr fieselig hier. Ja, wahrscheinlich darum geht, also wenn du jetzt mit Licht durchläufst, dann findest du... Findet man bestimmt so einiges. Ja, anders. Ja. Auf jeden Fall viele Malereien hier. Ja, da waren wir ja. Nee, wir kommen von da. Das ist richtig. Tja, nun. Aha. Aha. Ja. Ups. Eine Doppeltür. Oder? Und da sind die Lichter an. Das heißt, er ging in die Richtung. Ja. Der hat alle Lampen an. Oh. Ein Stuhlkreis. Oder so. Oh. Kackender Ameisenbär, oder? Was ist das? Ganz korrekt. Ah. Den hast du gedrückt. Oh. Ups. Jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, guck mal. In all den Jahren, in meiner gesamten Kindheit, habe ich dieses Spiel gespielt und bin nie so weit gekommen. Guck mal. Hier ist... Ist das so ein Kieferchen, ne? Dann ist es, hat schon eine Bedeutung, diese Tiere, die wir hier und da mal. Dieses Tier haben wir auch irgendwo gesehen. Den hast du erschreckt, ne? Ja. Der Platypus. Ja, irgendwie so. Also, nee, das war's nicht. Hä? Doch. Das, ach, jetzt ist Achsenkreuzung hier. Ah ja. Na, aber stell das vielleicht mal wieder zurück. Gut, okay. Käferchen. Okay, gibt's hier noch irgendwas Spannendes? Außer jetzt die Tiere. Was ist? Was? Mal links. Was ist es dir hier? Ist das vielleicht das Ding, das wir gesehen haben? Ah, das könnte natürlich sein. Ja, das wäre möglich. Hm. Interessant. Oder was ist das? Das hier? Ja. Ein Krebs. Also, boah, da muss man aber auch...
Was ist das? Vielleicht. Ja, könnte sein. Und ein Wal. Ein Frosch. Ah, ein Frosch haben wir auch mal gesehen. Könnte sein. Ja gut, aber jetzt wissen wir ja gar nicht, was wir alles drucken müssen. Jo, keine Ahnung. Ich drücke einfach mal was. Ich drück die Tiere, die ich kenne. Das sind jetzt hier nicht so viele, ne? Und noch eins, vielleicht? Oder? Nee, den kenne ich nicht. Den kenne ich auch nicht. Kennen wir uns? Nein, wir kennen uns nicht. Ja, keine Ahnung. Wir kommen später nochmal wieder. Wir kennen ja die Tiere alle gar nicht. Aber willst du das nicht zurückstellen? Nein. Ja, soll ich? Muss ich? Also. Oder vielleicht gibt es gar nicht genug. Ja, dann. Dann hast du es gleich so. Vielleicht dann war das ja alles korrekt. Ja, bestimmt. Ja. Nee, geht gar nicht. Sehr gut. Dann. Game over. Game over. Wiedersehen. Okay, gut. Achso, das war alles, was da unten war? Ja, also ich meine, wir können ja gerne nochmal gucken gehen, aber ich sehe jetzt hier nichts weiter. Das ist halt dieser Raum, nicht? So. Der kann ja nichts geradeaus zum Beispiel. Achso, okay. Ja gut, dann wird vielleicht öffnet sein, sich ne? Das, wenn man das hier richtig... Guck mal, das geht nicht mehr zurück hier. Ja, gut. Ja. Entweder bist du richtig oder... Ja, Game Over. Na gut. So, hier die Tür, die kann man wieder zumachen. Sonst... Da war jetzt halt hier das offene Meer. Ja. Aber das war's. Ja. Aber ich glaube, dieses Wasser ist dafür gedacht, dass du das mit der Lampe lernst. Mhm. Könnte sein. So, und hier ist halt wieder die Tür auf. Mann. Ne? Prost. So, und wo ist jetzt der... Der geht schwimmen oder so. Ja, aber hier waren wir noch nicht. Ja. Ah, da waren wir sicherlich... Das ist bestimmt auch eine gute Abkürzung. Ja, hier waren wir so ungefähr auch schon mal. Aber die Frage ist... Ja. Ja, also bei den Häusern waren wir schon mal. Das weiß ich noch. Da haben die Frauen gesagt, Kind, komm mal rein. So, hier haben wir geklopft. Macht keiner auf, ja. Genau, und hier haben wir das ins Wasser gelassen. Ja, richtig. Das war eigentlich so weiter nix, ne? Ah. Die Hähnchenkeule im Ofen. Okay. Oder was auch immer für ein Tier, man weiß ja nie. Eine Schlange, dachte ich. Ach so. Ja, vielleicht. So, und dann... Wo waren wir denn noch nicht? Also hier ist ja der mysteriöse Wald und hier ist die abgeholzte Lichtung. Und dann... Ach ja, dann ging es hier nochmal die Treppe runter. Mhm. Aber ein Momentchen, dann gehe ich nochmal kurz hier durch. Weil ich wollte hier noch mal ganz flott gucken. Das war ein Frosch, oder? Ja, dann ist das Symbol da vorne auch ein Frosch. Ja, weil du hattest dir ja bei dem anderen auch was aufgemacht.
Ein Käfer, ne? Käfer. Und dann ist das hier bestimmt der Frosch. Siehst du, dann haben wir doch schon mal die richtigen Tiere runtergedrückt. Okay. Wollen wir nochmal zu der ersten Insel? Oder haben wir hier noch was vergessen? Ich würde nochmal gehen, wo diese komische Tier war. Welches Tier? Am Strand, die weggeflogen sind. Weggeschwommen sind. Ja. Weil vielleicht muss man dann auch dieses Tier mit ein Symbol. Na, da sind sie wieder. Ja, die haben wir auch gedrückt. Ja, aber das musste, also jedes Tier hat ein Symbol. Vielleicht mussten wir hören, wie die sich anhören, weil sonst weißt du gar nicht, wie die klingen. Ja. Die sagen. Genau. Ja. Oh! Hier waren wir noch nicht, tatsächlich. Gibt's hier was Spannendes? Außer Strand und Steine? Ups. Ich meine, das ist ja ganz hübsch hier, aber gibt's hier was? Hier vielleicht. Dort? Nein, nichts. Ja, da, links. Wo? Da, geradeaus. Hier? Mehr. Mehr? Hier? Ja, da warst du schon mal noch nicht. Nee, das stimmt. Ah, das ist so wie eine... Wie ein Hai, ne? So eine Wale. Geh nochmal dahin, da wo diese Palme ist. Hier? Mehr? Hier? Ja, und dann links. Wo die Steine, wo die drauf waren. Das ist so ein bisschen wie eine... Ja, so ein bisschen wie so ein... Ja, wie so ein Wal. Oh! Das war jetzt Zufall. Das ist so ein Haar. Das klingt echt... Ach, wie ein Wal, ne? Zeig doch mal. Sieht aus wie dieses H-Symbol, was man öfter mal findet. So, ich muss mir mehrmals zeigen. Das klingt wie ein Wal. Na gut. Hübsch. Das war so wie ein Hubschrauber, was ich da gemacht habe. Ja, guck mal, mit der Stolzheit. Ja, das ist doch wirklich niedlich. So, Es sind bestimmt 5 solcher Dinger, weil hier dreht sich alles um die Zahl 5. Ist jetzt so mein... Genau, 5 Tetris auch. Ne? Ja, alles ist 5. Aber wenn das hier schon mal Tiere sind, dann sind diese Dinger Reihenfolge, weißt du? Ja, irgendwas. Ich muss nur mal gucken, wie das... Ja. Wieso das Reihenfolge ist. Richtig. So, hier sind wir schon mal durchgelaufen. Ach, hier sind wir. Sind wir hier eigentlich durch? Oder haben wir noch irgendwas Spektakuläres übersehen? Soll ich das nochmal drehen, um zu hören? Aber das war, soll ein Käfer sein. Ah ja. Ja, stimmt, es summt wie ein Käfer. Hast du recht. Okay, gut. Ja, sollen wir dann die Insel nochmal verlassen wieder? Oder was denkst du, was... Ja. Ich denke, hier sind wir einigermaßen durch. Und wenn nicht, dann kommen wir halt wieder. So. Jetzt würde ich sagen, verlassen wir die Insel, weil da hinten war ja irgendwie auch nichts mehr. Das ist der Frosch wieder. Ja. So. Alles einsteigen. Und umdrehen. Gucken wir mal, ob wir noch was auf der anderen Insel finden, was irgendwie noch spannend war, was wir gesehen haben vielleicht, was... Gucken wir mal. Hui!
überlege gerade, was da so offen gewesen sein könnte. Wir haben noch irgendwo ein Gitter aufgemacht. Kann das sein? Mit dieser Drehscheibe. Das könnte was sein. Könnte was absolut anders sein. Ja, dann sag ruhig. Wir haben ja viele Möglichkeiten. Wir waren auch. Wir hatten die Maschine da angeln lassen. Und haben gesagt, später. Richtig. Das war's. Jetzt nach. Wäre dann später. Ach nee, das war. Nee, was? Das war aber nicht hier. Diese Wasserinsel. Ja. Wasserinsel, das sind ja alle Wasser. Aber da müssten wir dann nachher nochmal zurück. Aber zuerst einmal hier. Voll episch. Huch! Hallo? Wer sind denn Sie? Ah, der überträgt jetzt was, ne? Ja, scheinbar. Da müssen wir doch mal schauen, wer da war. Oh, nicht hier. Wo war das denn? Noch ein Stück? Hier? Nein. Wie kann man denn hier nochmal raus? Hier? War das nicht hier? Doch, hier. Ah. Ja, so ist das mit Geheimgängen. Die sind immer so geheim. Ja, die sind immer so geheim. Das ist das Problem. War hier nicht die Tür irgendwo? Ja, oder sind wir jetzt ein bisschen weiter vorne. Ah, hier war sie. Aber der hat sich schon verdrückt eigentlich, ne? Ah. Aber vielleicht soll man jetzt da was machen. Vielleicht. Vielleicht hat er ja irgendwas erzählt oder so. Vielleicht funktioniert's ja, wir. Ja. Aber vielleicht ist nur mal das, weißt du? Nun denn. Guck dir mal das Blaue ganz gut an. Ja. Da ist ich da. Ah ja, das ist halt das, wo wir eingestiegen sind. Ah, sorry. Ja, ja. Das ist das. Okay. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Das war doch schon mal eine. Crazy Überraschung. Genau, wir sind dann Professor Crazy auch hier. Professor Crazy. Gut. Da waren wir schon. Vielleicht probieren wir mal die andere Richtung. Haben wir schon das andere Gitter durchnehmen? Da muss ich nochmal irgendwie dreimal drehen und dann kommen wir an die andere Ecke. Waren wir da? Waren wir da nicht? Wir werden es erfahren, wenn wir. Also, wir waren auf zwei Gittern, aber ich weiß nicht, wie viele es sind. Also wir haben zwei Gitter aufgemacht, aber sind wir durch zwei durchgegangen überhaupt? Nee, einfach nee, ne? Ich überlege. Also. Schauen wir uns das mal an. Dann drücken wir noch einmal. Und dann. Klick. Da kam mir nicht. Ah, da war die Tür. Ja, und du hast so einen Knopf da hinten gedrückt für irgendwas, das positiv war. Ja, hier. Ja, aber. Oder sollen wir da von der anderen Seite nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt hier. Dann müsste man. Das haben wir ja gemacht. Ja, ich glaube, wenn du noch zweimal machst, dann. Ich müsste noch viermal machen. Ich müsste noch. Viermal machen, weil eigentlich dieser Eingang müsste. Ja, weil das haben wir ja schon mal gemacht. Das, da war der Hebel für dieses Trichterding. Das haben wir schon umgestellt. So, aber das andere, das hatten wir noch nicht. Jetzt muss ich noch dreimal drücken. Gut, dass du weißt. Da weiß ich gar nicht, wie oft. Oder zweimal. Nee.
Nein, dreimal. Das muss ich noch mal. Oder? Nee, das kommt ja nicht hin. Komm mal kurz rein. Nur um sicher zu sein. Ja, also da waren wir ja, ne? Okay. So, und dann... Jetzt muss ich noch zweimal drücken. Genau. Ich muss noch zweimal drücken, oder? Einmal. Es könnte auch nur einmal sein. Nee, einmal ist niemals. Also jetzt und dann nochmal. Ja, so. Ja. Ja, genau. Einmal. Jetzt, so, jetzt noch einmal. Noch ein. Ja. So, jetzt. Und noch einmal. Ja, ja, genau. Ist ja auch. Und dann krieche ich nochmal unter dem Tor durch und dann gucken wir mal, wo wir landen. Weil das hatten wir, glaube ich, noch nicht ausprobiert. Oder doch? Ich kann es dir nicht sagen, aber wir versuchen es einfach. So. Die drei Kinder. Siehst du, da geht es nämlich auch zu demselben Ding. Okay. Ja, gut, okay. Hä? Aber hat sich da nicht irgendwas... War das schon? Kann sein, dass du jetzt dahin Strom generiert hast. Ja, das kann natürlich durchaus möglich sein. Haben wir da eigentlich schon alles gemacht dann? Ging es da eigentlich weiter oder nicht? Das ist eine große Frage der Menschheit. Diese Treppen, ne? Das haben wir auch noch nicht ganz raus. Also diese hier Brücken. Kommt... Ja, diese Brücken, genau, meine ich ja. Diese Treppen und Brücken und so. Was ist das? Achso. Ah, okay. Aber hier ist nicht zufällig irgendwie noch was Spannendes, ne? Ja, ich glaube, der Rest ist vielleicht, wenn du ganz am Anfang gehst, ich glaube, das ist auch so eine andere Insel. Ja, siehst aus du da, diese... Weißt du? Ja. Vielleicht muss man von da... Da hast du schon Strom quasi dahin geschickt, da muss man dann von da hoch und da was drucken oder sowas. Ja. Ha! Okay, verstehe. Ich habe das Ding nie gelesen, ne, dieses Buch. Ja, lesen wir. Wenn ihr das möchtet. Am Schluss. Lesen wir. Ja, genau. Kurz vor Ende. Nächste Folge. Damit wir verstehen, was soll das hier eigentlich alles überhaupt. Deswegen. Ja. Aber jetzt können wir gucken, ob wir was geangelt haben in der anderen Ding. Ja, aber dann müssen wir jetzt nochmal Achterbahn fahren. Ja, das ist aber legal. Ne? Das dürfen wir. Achso, und dieses Ding, das müssen wir auch eines Tages nochmal rüberrollen. Ja, man muss irgendwie gucken. Vielleicht musst du dann der Brücke nach links schauen. Wo genau? Hä? Aber Moment mal! Was ist das denn? Ein Knopf! Den haben wir noch nicht gedrückt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das muss man, glaube ich, dreimal drücken jetzt. Das könnte auch noch spannend sein. Vielleicht. Möglicherweise. Das haben wir noch nicht gemacht. Guck mal ganz kurz. Ja. Das haben wir wirklich noch nicht gemacht. Nee, ist auch sehr plötzlich. Also ja, das kam jetzt wirklich plötzlich. Wir wollten so mehr gucken. Wir wollen auf die andere Brücke gucken, aber plötzlich war da ein Knopf. Ach so. Ja. Ja, die kennen wir, ne? Ja. Gut, aber dann noch zweimal. Nein. Irgendwohin muss das ja führen, ne? Da führt das dann wieder... Aber ich weiß nicht, ob du schon alle Wege hast. Ja, eigentlich ja, ne? Weil das Ding halt nur hat drei Löcher. Ja, gut, das ist jetzt wieder der... Ja, okay. Ja, genau, ne? Zum Tür. Da gibt's nichts mehr zu entdecken, ne? Ja, das ist aber schade. Ja gut, dann müssen wir halt wieder
Achterbahn fahren. Dann hast du das schon mal gelöst eigentlich. Ja, eigentlich schon. Dann gehen wir jetzt wieder. Lass mich eigentlich durch hier. Was? Nein! Ich wollte da durch. Ja, man könnte sagen, in dieser Insel gibt es nur den Code. Also wir kommen nur zurück, wenn wir wissen, wenn wir eigentlich in welche Reihenfolge wir diese 5 Tasten da drücken. Ja, müssen. Eigentlich ja. Ordnung, gut. Alles andere ist schon gelöst. Okay. Okay. Ja, ist gut, ne? Also. Ja, gut zu wissen. Aber wir haben den Knopf entdeckt. Das war neu. Genau. Aber es ist eigentlich voll logisch, weil das Ding hat nur 3 Löcher, ne? Ja. Der drehende Raum. Ja, eigentlich schon. Und es ist eine Brücke zu dem goldenen Dom, eine Brücke hierhin und die Holztür. Ja. Dann fahren wir nochmal zu der Insel mit dem kochenden Wasser, ne? Ja, wie auch immer. Ja, das war, da müssen wir nochmal in die nächste U-Bahn steigen. Ist das denn da? Das, Ah ja, die Schiene. Ja, ja, die, die unter Wasser durch die brennenden Reifen und so. Weißt du noch? Mhm. Richtig, also, alle aussteigen. Treppe hoch, klick. Vielleicht muss ich langsamer klicken, damit sich das Spiel nicht aufhängt. Piep. Ja, das ist positiv. Piep. Piep. Dann war das hier oben. Piep. Ja, ja. Piep. 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 Und dann nämlich. Ach. Piep. 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 Alle einsteigen und los. Und hui. Gott sei Dank wurde nochmal das zurückgeschickt, ne? Ja. Na, damit sind wir ja gekommen. Auch. Ja? Ja. Leute, versprochen, nächste Folge lässt ihr das Buch. Wahrscheinlich. Da steht, wie ihr wisst, da steht fast alles, was wir wissen müssen. Und wir haben es noch nicht mal gelesen. Oh Gott, weil machen wir es so. Fast alles. Hier habt ihr alles, was ihr braucht. Okay. Nein, er hat gesagt, hier ist fast alles, was ihr braucht. Aber trotzdem nicht ja. Ja. Ja, aber ich finde, wir kommen doch eigentlich so schon ganz gut klar. Ne? Ja. Ja. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Hier jetzt die Wale oder? Die Wale? Oktopus oder so. Was geangelt haben, dann ist alles gut. Ja. Gut. Kann ja sein, weil Tiere und Symbole sammeln wir. Ja, aus jenen Gründen. Genau. Tuka, tuka, tuka. Und um die Kurve und. Endstation. Alles aussteigen, bitte. Oh, nee, ja, so. Ja, weil ich so glaube, steigt das man ist, aus. Das ist, für Holz oder so gedacht. Ja, für Holz. Und dann kommt das direkt in den Schredder. Der Gott sei Dank aus ist. Stolz, ja. Gut, dass wir den nicht angemacht haben vielleicht, nicht? Ja, auch positiv. So, also. Was ich glaube geradeaus. Ja, da die, da hoch. Ja. Ne? Da war, glaube ich, auch noch nicht immer alles fertig. Ja, wir haben die Falle geladen. Aber ja, richtig, genau. Hier war das nämlich. So, und dann. Aha! Es ist geschlossen. Wir haben es geöffnet, runtergeschickt. Was ist das? What? Ein Frosch? Aber hörst du Geräusch? Ja, das war das Froschgeräusch. Ja. Ja. Hüpf. Das war wichtig jetzt. Ja, gut, okay. Ja, ach so, müssen wir da jetzt irgendwie was tun? Hat er von selber oben geguckt? Nein, das war ich. Aber warum kann man da hochgucken, weißt du? Das ist. Wieso kann man da hochgucken? Oder auch nicht. Und wenn man hochguckt, kann man schlecht schlucken. Und wenn man. Also die. So. Mach das mal. Das und viele weitere Experimente
erleben wir in der nächsten Folge.